Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Resident Evil 4. Ja, im letzten Part haben wir hier im Untergrund mehr oder weniger einen kleinen Schatz gefunden, den wir benötigen, um weiterzukommen. Ich zeige euch das gleich einmal. Und natürlich, kurz nachdem ich angefangen habe, verliert mein Controller mal wieder die Verbindung. Heute haben wir im Part sehr viel vor, beziehungsweise müssen wir mal schauen, ob wir das schaffen. Ich weiß natürlich nicht, wie ich mich wieder anstelle, ihr wisst das. So, dann die Opfergabe des Löwen, bitteschön. Vielleicht finden wir ja in diesem Part ja Ashley. Oh, das hätten wir auch im nächsten Part, im letzten Part schon machen können, das hier. Na komm, speicher mal. Falls ich sterbe, müssen wir den Weg ja nicht zurücklaufen. Jo. Oh cool, guck mal, hier kann man auch speichern. Und hier gibt's Munition. Hallo, Munition. Oh Gott. Das ist die Stelle, ne? Ekelhaft. Ein Seidenkristall. Haben wir hier auch einen? Da haben wir auch einen. Hallo. Aber hier ist nichts drin, ne? Was haben wir hier? Geld, okay. Was? Hier oben war nur eine Vase? Ach komm. Obwohl er so klein ist, hat er so eine große Statue machen lassen. Ich glaub's nicht. Oh, da komme ich noch nicht hin. Oh, super. Oh. Ja. Wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Hallo? Ich höre sie schon. Gehen wir mal nach oben, würde ich sagen. Ganz, ganz leise. Ich glaube, da ist einer hinter mir. Ja, mehr oder weniger. Na, kommt her, kommt rüber. Ah, wollt ihr nicht nochmal rüberkommen? Na komm! Ja, brav. Du bleibst liegen. Du bleibst auch liegen. Und der dritte, na komm! Drei Schüsse haben ausgereicht. Wahnsinn. Na komm her. Oh, wo kommst du denn her? Wo kommt der denn her? Schleicht er sich einfach von hinten an? Ich glaub's nicht. Hat er was gedroppt? Nö. Kann ich auch machen. Na komm runter hier. Ja, als ob. Ja, genau, so ist gut. Suplex. Die Dinge
Die Idioten halten aber auch viel aus mit der Metallmaske. Hallo. Das war knapp. Er müsste tot sein. Ja, er ist tot. Du hast nichts gedroppt. Das finde ich nicht schön. Noch zwei Vasen. Mit einer Spine. Okay. Immerhin. So, die erste hätten wir schon mal. Dann hätten sie noch zwei Dullis. Und da unten haben wir auch noch zwei. Wie komme ich da nochmal an die ran? Die lasse ich erstmal, weil ich den Loot haben will. Ah ne, die sind sogar hier. Ah, okay. Lebt ihr beiden noch? Ihr lebt noch. Und natürlich droppt ihr was. Mit Angst, dass ich Fallschaden bekomme, aber. Nee. Rüber da. Und rüber da. Hallo! Boah. Deine lebt noch, oder? Hallo! Ich habe irgendwie das Gefühl, die mit der roten halten viel, viel mehr aus. Und hier sind auch noch Vasen. Die kann man voll leicht übersehen, finde ich. Hier war nur eine Vase. Toll. Hier sind aber auch noch Vasen. Natürlich ist hier nichts drin. Es ist. Ja! Es ist zum Verrücktwerden. Damit hätten wir den zweiten, aber das war's bestimmt noch nicht. Da kommen bestimmt noch irgendwelche Dullis. Hallo. Oh, gleich drei Stück. Das ist aber nicht freundlich. Nennt man hinterhältig. Hier muss noch irgendwo einer sein. Vielleicht über mir? Ich höre noch ein Dude mit der Kette. Aber
das ist er nicht. So. Daneben. Ich höre doch noch einen. Bin ich blöd? Ich bin, glaube ich, blöd. Wo ist denn noch einer? Ihr hört ihn doch auch. Der ist da oben! Gott. Hallo! Ja. Du bleibst mal schön liegen. Lauf einmal runter. Hat sich noch gelohnt, auf jeden Fall. Da war ich nicht schnell genug. Ja, ich war wieder nicht schnell genug, das geht's doch nicht. Oh, Leute, das... Okay, beim dritten Versuch habe ich es geschafft. Oh, Leute. Hat er irgendwelche Sachen übersehen? Nö. Salazar ist bestimmt sauer. So nice you could join us, Mr. Scott Kennedy. You again. The sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. This is no ritual, it's terrorism. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual for you. Oh, guck mal, wie er rumgerannt. Und ihr hört schon, jetzt kommt schon langsam diese Battle-Musik. Was haben wir hier noch Schönes? Ein Trüchen mit einem gelben Kraut. Hallo. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, ja. Hier noch was? Muss mal nachladen. Vielleicht wird's nämlich lustig.
Beistand. Ja, was sind Fässer und die mag ich überhaupt nicht. Wo kommst du auf einmal her? Wer du? Eins ist da noch, na komm. Um die Dullis kümmere ich mich gleich, ich will den. Ah. Ich will nämlich meine Munition hier haben. Naja, natürlich. Bitteschön. Dass welche von hinten kommen. Einen machen wir noch und dann schauen wir mal wegen dem Loot. Noch hier jemand da? Boah, du. Kombinieren. Ah, ich kann das ja gar nicht einnehmen. Noch ein Menü. Jemand da? Hallo? Oh, ich hasse es. Und noch einen da, habe ich noch einen gesehen. Na komm. Droppst du mir was oder? Nee, natürlich nicht. Ah, der Dulli. Ja. Oder so ein Dulli. Dankeschön, aber du droppst doch bestimmt was, oder? Natürlich. Was droppst du? 5500, kann ich mitleben. Aber irgendwo müssen noch welche sein, ihr hört ja die Battle-Musik. Erstmal hab ich, glaube ich, meine Ruhe. Genau, da habe ich noch ein Fass gesehen. Ganz gerne Schrotmuni. Aber immerhin ein grünes Kraut. Das können wir schon mal kombinieren. Ist da wieder einer an einem Schalter? Nein, das ist einer mit Dynamit! Bro, beruhig dich! Lass mir den Dynamit-Fuzzi ausschalten. Da ist er!
der hat auch nur Geld gedroppt, okay. Da geht's weiter nach oben. Und Heilungskraut. Da bin ich hergekommen. Okay. Oh! Eine Brandgranate. Oh, guck mal, da ist auch was. Sonst noch irgendwas, was ich nicht sehe? Runter mit euch, Kistchen. Eins. Ich sollte vielleicht mal die Schrot noch laden. Kann ich gleich eigentlich ausgerüstet lassen. Denn gleich gibt es ein bisschen Action, Leute. Hallo, wo seid ihr denn? Kommt ihr mal? Ih! Hallo! Oh Gott! Dreckiger. Oh, der hat gesessen. Hallo. Oh, Leute. Die mit den roten Kitteln sind, glaube ich, die, die am meisten trinken. Ich habe noch nicht mal getroffen. Ihr könnt liegen bleiben. Mein Gott. Lasst mich in Ruhe einfach. Ich kann sie auch einfach nach unten schießen. Das ist auch lustig. Eine Blendgranate bringt mir wenig. Aber hier, ich habe eine Granate. Ja, daneben, oder? Ja. Gott. Keine Munition mehr! Leute. Und meine TMP will ich nicht hergeben. Nee, 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 nee. Hier runter kann ich anscheinend nicht. Was ich ein bisschen schade finde. Guck mal, da ist doch noch was. Ich bin ein wenig verwirrt. Oder komme ich hier runter? Weil da seht ihr, ist ein Weg. Oh, ich würde zu gerne dahin, ne? Aber. Nein! Oh nö! Aber was soll ich machen? TMP-Muni, ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Hopp! Oh, Schrot-Muni! Schrot! Oh, 10er Schrot! Moin! Ich danke dir, liebes Spielchen! Ich hab dich auch ganz, ganz doll lieb! Lass mich diesen nächsten Kampf bitte heil überstehen. Was, da kann ich doch runter? Oh, oh, was haben wir hier?
Oh, ein Goldarmreif. Ja, moin. Geht's hier auch runter? Ja gut. Gehen wir mal weiter. Munition, Munition! Hallo! Hallo! Oh, was soll ich mit dieser blöden Magnum-Muni? Die kann mir gestohlen bleiben. Und ein Händler. Hallo, Händler. Welcome! Got some rare things on sale. What are you selling? Ja, Magnum-Muni kannst du gerne haben. Is that all? Thank you. What are you selling? 8500, immerhin. Ein Seidenkristall, ein Spinell. Sind wir immer bei über 42.000. Das hat doch schon mal was. What are you buying? Kann ich das tunen? Sturmgewehr. Was kann ich hier denn tunen? X-Skin. Kann ich eh vergessen. Ich kann meine Red 9 Kapazität 22.000. Come back anytime. Ja, würde mir nicht viel bringen. Oh, was hast du denn für Waffen? Meine TMP aber ein bisschen besser, oder? Kapazität 12. 30.000 Raketenwerfer. What are you buying? Ich konnte doch die Red 9 upgraden, ne? Is that all, stranger? Thank you. Dann schauen wir mal. What are you buying? Kann ich mal einen Hughspray kaufen, oder? Oh, Leute. Den laden wir nochmal nach. Den laden wir auch nach. TMP ist nachgeladen, das ist auch. Den können wir aber nochmal hier. Na gut, wir haben 4 Heilungen. Ob das reicht, weiß ich nicht. Je nachdem, wie ich mich anstelle. Kombinieren. Zack. Es sieht wirklich wenig Munition aus, aber eigentlich ist es ausreichend. Aber na gut. Ob es ausreichen wird, werden wir auf jeden Fall im nächsten Part erfahren. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Resident Evil 4 wieder. Bis dann.